Läuft. Läuft. Hallo Markus. Hallo Thomas. Kennt dich alle Leute? Weiss nicht. Ist noch spannend, wenn ich manchmal so in der Stadt rumlaufe und so und mich dann zum Teil Leute so anschaue, dann denke ich mir manchmal, ist das jetzt ein Kumpf von euch oder nicht? Das ist noch schwierig, wenn du so auf Facebook oder auf YouTube so ein bisschen unterwegs bist und so ein bisschen ich sage jetzt mal, vielleicht in der Öffentlichkeit, also in der Öffentlichkeit ja. Stehst, halt einfach irgendwie dein Gesicht wird kennen, ist das noch schwierig, aber ja, viele werden mich kennen. Mein Name ist Markus Niederbacher, ich bin der Vater vom Fotikästchen oder auch der Chef, wie es im Insta-Stories immer heisst. Ja. Fotikästchen? Ja. Wer ist auf die Idee gekommen mit dem Namen? Die Idee hat irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Ich weiß nur, dass ich damals mit meiner damaligen Partnerin in Thailand am Phuket am Strand bin. Und irgendwie, keine Ahnung, irgendwann plötzlich ist das Fotikästchen da gewesen Das ist wirklich so eine ganz, ganz coole Geschichte. Aber also wirklich in Thailand am Strand ist der Name entstanden. Und ich meine, angefangen hat sie ja eigentlich schon vorher. Gestartet habe ich auf Ricardo, wo Ricardo noch ein bisschen günstiger war. Heute sind sie ja irgendwie ja, Apotheker. Und mit der Zeit ist dann irgendwie hat man können auf dem Account in Ricardo hat man können schauen, was man dort für Gebühren bereits gezahlt hat. Und das sind zum Teil wirklich schwindelerregende Summen gewesen, oder eine schwindelerregende Summen ist das gewesen. Und dann habe ich einfach gefunden, okay, ich meine, da kann ich ja irgendwie auch einen Online-Shop aufstellen. Der erste Online-Shop, den habe ich irgendwie am Abend mit einem Kollegen zusammen bei einer Flasche Wein aufgesetzt. Aber zuerst mal zurück, was hast du über Ricardo Fotizubehör verkauft, was selber importiert hast? Genau, also eigentlich angefangen hat die Geschichte etwa vor 10, 11 Jahren. Ja, das ist ja, der Online-Shop ist dort 2009. Ja. Ich habe letztes Mal geschaut, irgendwie im August 2009 habe ich Fotikästchen Domänen registriert. Ja. Und angefangen hat es eigentlich irgendwie so 2003, 2004, wo ich irgendwie wieder angefangen habe zu fotografieren, nachdem im Jahr 2000 meine Tochter geboren ist oder worden ist. Ich habe wieder angefangen zu fotografieren und dann habe ich mir, glaube ich, 2004 oder 2005 die Canon 350D gekauft, die erste erschwingliche Spiegelreflex, und habe dann dort dazu Zubehör gesucht und habe dann das auch auf eBay in China gefunden. Mhm. Also weißt du, zum Beispiel so ein Timer, ein Fernauslöser und so Zeug, und wo ich dann gesehen habe, was das da kostet und dass es zum Teil auch auf Ricardo verkauft wird, zu relativ, damals waren es wirklich überrissene Preise gewesen, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, habe ich gefunden, oh, da kann ich ja auch irgendwie noch mitmachen. Und mein Ziel war damals eigentlich gewesen, mit dem Nebenerwerb, also in Anführungszeichen Nebenerwerb, meine Fotoausrüstung irgendwie zu finanzieren, dass so quasi mit dem Gewinn ab und zu wieder mal ein Objektiv drin liegt oder so. Und das hat dann angefangen, dann habe ich mal etwas über eBay bestellt und habe dann damals, das war glaube 2008 gewesen, würde ich jetzt mal schätzen, habe ich über eBay bei Fotix etwas bestellt und habe dann dort so auch den Kontakt gehabt und habe dann quasi meine erste Bestellung bei Fotix gemacht. Die Bestellung ist, das waren glaube ich etwa 800 oder 900 Dollar. Mhm. Das ist für China war relativ viel. Das sind ein paar Artikel wahrscheinlich. Ja, das sind wirklich ein paar Karten gewesen, die dann da gekommen sind. Das Ganze, ich bin ja damals, dann habe mich dann damals von, ich glaube 2003
habe ich mich von meiner Frau getrennt. Und ja, hatte dann auch nicht so viel Geld gehabt und haben dann das eigentlich durch den Verkauf von, ich habe mal von meinem Götti, wo ich irgendwie 16 oder 17 war, habe ich einen sogenannten Wiener Philharmoniker bekommen. Das ist ein Unze Gold. Mhm. Und ich habe dann für die erste Fotosbestellung habe ich dann die Unze Gold. Die Unze Gold, genau. Ich habe sie in ein Gouvert gelegt, das ich geschickt. Wie viele Kunden Briefmarken geschickt haben. Früher. Nein, ich habe die Unze Gold verkauft und habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 1200 Franken dafür bekommen. Das war dann so quasi das Startkapital vom Fotokästchen gewesen. Dann habe ich mir noch zwei so IKEA-Boxen gekauft für unser Bett, wo dann mein erstes Lager war. Und dann hat es eigentlich angefangen. Zuerst auf Ricardo. Und dann war halt, das ist halt wirklich die Geschichte gewesen, ja, es kommt eine Bestellung rein, dann tust du sie am Morgen verpacken oder am Abend, bringst sie auf Post und nachher alles, was quasi dann an Gewinn oder Überschuss da war, ist nachher wieder in neue Artikel geflossen und dann ist 2009 ist dann wirklich mal der Fotokästli-Webshop an den Start gegangen. Und dann habe ich das erste Mal auch dort in diesem Zusammenhang einen Newsletter verschickt. Ich glaube, der ist irgendwie an so 3000 Leute gegangen. Und hat, glaube, viel, ja. Hat, glaube, eine Öffnungsrate von irgendwie 80% gehabt oder so. Also astronomisch hoch, heute Wunschzahlen. Und dann sind so langsam die ersten Bestellungen eingetrudelt. Es sind aber auch Feedbacks gekommen. Also ein Feedback mag ich mich noch ganz genau erinnern. Da habe ich das erste Mail verschickt. Und dann ist es ein Mail von irgendeinem zurückgekommen. Ich weiss nicht mehr, wer das war. Und dort drinnen ist gestanden, es sei ja schön und gut, aber das werde sicher nicht funktionieren. So mehr habe ich auch schon bekommen. Und, das ist immer lustig. Und so im Nachhinein denke ich mir, das ist eigentlich etwas, was du vielfach hörst. Ja. Wenn du irgendwie etwas Neues machen willst, gibt es immer einen oder zwei, die einfach am Anfang schon gerade sagen, ja, das kann nicht funktionieren. Und ja, nachher habe ich das. Dann habe ich noch in einer. Ja, was hast du eigentlich geschafft nebenbei? Hast du nicht von Anfang an? Genau. Nein, damals habe ich in einer Firma geschafft, wo. Wie hat das damals geheißen? Druck- und Spanntechnik gemacht. Kann man sich jetzt nicht viel davon vorstellen, außer man hat wirklich damit zu tun. Das ist. Einerseits hat die Firma. Das war eine deutsche Firma, die hat Bohrfutter und Backen für Drehbänke gemacht. Plus auf der anderen Seite noch Greifer für Roboter und so Automationsanlagen, also so Roboter, die irgendwelche Sachen greifen und dann noch mit anderen Stangen tun. Eigentlich ziemlich coole Geschichte. Ja. Ist super gewesen, weil die ist zu Adliswil gewesen, hatte ich kurz einen Arbeitsweg gehabt, habe viel nebenzu machen, also viel Freizeit gehabt. Also hast du 100% geschafft? Dort habe ich 100% geschafft. Und du hast am Morgen, am Mittag und am Abend Päckchen gemacht, auf die Post so bringt. So in etwa. Und Quabole aber auch bei dir daheim, unter dem Bett. Ja, dort, wo ich dort angefangen habe, war es noch nicht so extrem gewesen. Nachher bin ich mit meiner heutigen Partnerin, der Ute, zusammengezogen in ein Reihenfamilienhaus. Jawohl. Und dort war dann der Keller so quasi mein Reich gewesen. Das war dann das Lager gewesen. Und das ist wirklich auch immer grösser geworden. Also dort hat es wirklich schon ziemlich viel Zeug gehabt. Und ich sage jetzt mal so, 2010 sind dann immer mehr Leute gekommen, die haben wollen ausprobieren und abholen. Und los haben sie dich rausgeschmissen, weil du irgendwie jetzt wieder schenken, dass horizontales Gewerbe so viele Leute gekommen sind. Die Schlangen gestanden sind. Nein, es ist dann amigs so ein bisschen doof gewesen, ja, weil die Leute sind dann quasi bei dir
zuhause im Wohnzimmer gestanden und dann irgendwelche Sachen ausprobiert. Und dann ist das so gekommen, dass dann irgendwann die Idee gereift ist, dass man irgendetwas machen muss, weil der Platz in diesem Einfamilienhaus schlichtweg zu klein war. Also ich habe dann irgendwie... Das Business zu gross geworden ist. Nicht der Platz zu klein, sondern das Business ist zu gross geworden für diesen Platz, genau. Aha. Und dann... Ich hatte dann mittlerweile in einem Nachbarhaus noch irgendwie einen Bastelraum gehabt, den ich auch gefüllt habe. Also am Anfang habe ich wirklich noch 100% geschafft. Da mag ich mich erinnern, da bin ich am Morgen mit einer grauen Postkiste mit irgendwie 5 oder 10 Päckchen zum Haus aus. Und hat dann das auf Post Attiswil an den Geschäftskundenschalter gebracht, bevor ich arbeiten ging. Und dann hatte ich einen Nachbarn, der mich schon länger kennt. Den habe ich zwischendrin nicht mehr gesehen. Dann hat er gesagt, ja, deine Kiste wird auch immer grösser, hat er dann gefunden. Ich dachte, ja, du, das ist wirklich so. Und dann ist irgendwann so der Entschluss gereift, weil halt das mit dem Abholen und mit dem ganzen Anschauen, Ausprobieren immer mehr ein Thema war, dass man sich mal ein bisschen umschaut. Und wir sind dann mal am Sonntag sind wir da irgendwie... Ich habe in Adliswil gewohnt, quasi eine Gemeinde weiter vorne, wie lange genau mal bis. Und dann sind wir mal gelaufen und dann sind wir da das Seil entlang gelaufen und haben dann so die Spinnerei gesehen und haben gefunden, wow, das wäre eigentlich noch cool. Und haben dann auch wirklich per Zufall gesehen, dass da etwas frei wird, irgendwie so 220 Quadratmeter mit einer Terrasse und haben uns dann dort mal beworben und die Vermieterin ist wirklich dann auch sehr, sehr offen gewesen und hat das noch cool gefunden, was wir machen und hat dann gefunden, ja, das könnt ihr haben und dann sind wir im November 2012, im Oktober 2012 haben wir angefangen, quasi den Laden einzurichten. Und dann glaube ich, im November haben wir das erste Mal am Samstag offen gehabt. Das war ein riesen Schritt gewesen, von daheim im Keller auf 220 Quadratmeter. So groß war der Keller wahrscheinlich nicht gewesen, dein Wohnzimmer. Da hast du dann irgendwie noch extrem viel warm müssen. Ich bin, glaube ich, ein Stapeltalent oder so. Ja, es war extrem viel warm gewesen. Also es ist wirklich so. Okay. Und damals, wo wir umgezogen sind, haben wir, glaube ich, etwa 1500 Artikel gehabt. Jawohl. Und das eigentlich alles im Keller unten. Das war eigentlich Wahnsinn gewesen, so wenn ich so zurückdenke. Und dann hat man es wirklich mal so ein bisschen quasi wie präsentiert gesehen und hat dann auch irgendwann so realisiert, wow, das ist schon verdammt viel Zeugs. Ja, klar. Und von dem her, ich meine, heute haben wir das Doppelte davon, von diesen Artikeln. Also über 3000, ja. Ja, im Moment sind es so etwa 3300. Jawohl. Und das war schon ein grosser Schritt gewesen. Und aber es ist alles langsam gewachsen. Von dem her ist eigentlich immer so ein bisschen, und das Geld wieder reinvestieren können. Also eigentlich niemals einen Kredit aufnehmen oder zu der Bank gehen oder irgendwie verschulden. Nein, da bin ich extrem froh. Ich musste nie zu einer Bank gehen, weil... es ist wirklich so. Geschäftsmodell. Ja, ich stelle mir mal vor, ich habe mal in einer Firma geschafft, wo man mal einen Businessplan erstellt hat und alles bla bla bla. Das ist nachher grandios gescheitert, obwohl der Businessplan wunderbar war. Also ich glaube halt, du. Also ich habe irgendwie so eine Idee am im Kopf und dann wird das einfach umgesetzt und wenn du dir, ich meine, das machen wir heute ja auch mit neuen Produkten, wenn ich jetzt sehe, okay, wir haben da ein Produkt, das für uns interessant wäre, dann setze ich mir irgendwie einen finanziellen Rahmen, wo ich sage, okay, das investiere ich jetzt und wenn dann das quasi floppt, dann ist es halt so, aber dann ist es nicht irgendwie existenzbedrohend und ich glaube,
du musst halt auch dauernd wieder irgendwie so dich neu erfinden, also neu erfinden. Du musst halt immer an dir arbeiten und immer schauen, was, wohin geht der Markt, was sind Trends, was brauchen die Fotografen, was wollen sie? Weil ich meine, wenn ich schaue, das mit der Glaskugel zum Beispiel, ich meine, die Fotografie, die gibt es schon ewig. Es hat sie in der Schweiz niemand gehabt. Wir haben sie so die Menge genommen. Nach dem ersten Newsletter ist es 20 Minuten gegangen und wir haben keine mehr am Lager gehabt. Also, ich glaube, man muss halt mit offenen Augen ein bisschen rumlaufen und sich auch halt so in den Trends anpassen, ob dann du selber oder ich selber das jetzt wirklich so speziell finde, dass ich glaube, du musst deine persönlichen Sachen ein bisschen zurückstecken und auch schauen, was ist halt auch das Bedürfnis von der Fotografen. Ich meine, ein weiteres gutes Beispiel ist zum Beispiel die Heizmanschette für Objektiv. Die sind übrigens nicht nur im Winter brauchbar, auch im Sommer in der Nacht, wenn es Kondenswasser gibt, das einfach eine bestimmte Temperatur behalten. Genau. Und das funktioniert offensichtlich sehr gut. Auch dort hat es irgendwelche Leute gegeben, die geschrieben haben, das sagen sie eigentlich und das Objektiv ging kaputt. Aber das sind all die einfach, ich weiß auch nicht, mit dem Gurt und den Hosenträger rumlaufen. Genau. Es gibt halt etwa die Momente, wo man das Risiko muss eingehen muss. Und das sind die erfolgreich sind, die etwas wagen und die werden dann auch belohnt. Ja. Und wenn ich jetzt so rückblickend, so seit wir da eingezogen sind, eigentlich der markanteste Schritt vorwärts haben wir gemacht. Das ist etwa vor, was ist das jetzt, wahrscheinlich etwa 4 Jahre. Da haben wir unser Shop-System gewechselt. Mhm, Online-Shop, ja. Zuerst am Anfang war es ein amerikanisches Shop-System und jetzt haben wir auf ein deutsches gewechselt. Und wo wir dort gewechselt haben, ist es wirklich nochmal rasant schneller Obsi gegangen wie vorher. Was ist denn der Grund, wieso ein Shop-System so einen Umsatzwachstum kann verursachen? Ist es einfacher in der Bedienung? Ist es besser vom Suchen her, SEO, Such? Also schöne Optimierung. Das andere Shop-System ist nicht schlecht gewesen, muss ich sagen. Wir haben aber damals noch keine quasi Verbindung zu der Kasse. Also sprich, man hat quasi zwei Lager müssen führen. Und das ist ein bisschen mühsam gewesen, weil dann musst du immer aufpassen, okay, wenn jetzt einer das im Laden kauft, musst du es im Shop wieder austragen. Heute haben wir das. Also eben damals mit dieser Umstellung auf den Shop haben wir das dann automatisiert, dass wir heute quasi, wenn jemand etwas im Laden in Langnau mal bis kauft, dass dann das nach einer gewissen Zeit später auch im Webshop wieder angepasst wird. Und dort gibt es, glaube ich, zwei, drei Punkte, die ausschlaggebend waren. Einerseits haben wir zuerst vielleicht auch aus Naivität oder was auch immer, haben wir unser Hosting in Amerika gehabt. Heutzutage, mit dem Wissen von heutzutage, muss ich natürlich sagen, ist ja eigentlich das Dürfste, was du machen kannst. Weil das ist natürlich SEO-technisch etwas vom Blödesten. Also von dem her. Aber ja, vor allem nur in der Schweiz tätig. Im Nachhinein ist man gescheiter. Und wir haben dann damals also wo wir das wirklich umgestellt haben, sind wir auf einen Hoster in der Schweiz gegangen, also Hostpoint, wo ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich für mich in diesen Jahren, wo wir jetzt bei denen sind, eigentlich nie ein Problem gehabt. Und wenn wir ein Problem hatten, dann ist es sehr schnell gelöst gewesen. Also sprich auch wieder etwas, wo ja klar, es ist nicht günstig, aber ich glaube, wenn du als Firma von etwas relativ gut abhängig bist, dann musst du halt auch wirklich schauen, dass du ein gutes Produkt hast. Und von dem her ist nachher Serverstandort Schweiz gewesen. Wir haben einen deutschen Shop, also einen renommierten, also ein Shopware-Shop ist es. Das hat wirklich nochmal so einen richtigen Boost gegeben.
ob denn das wirklich, ich glaube, es war so ein Mix aus allem, gewesen, dass man quasi nachher halt SEO-freundlich und was auch immer, dass wir dort noch ein paar Sachen gemacht haben. Und das hat halt schon nochmal einen richtigen Boost gegeben. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, apropos Boost, rundum, aber der Foto Pro ist zugegangen kürzlich. Ja. Letztes Jahr, September, Oktober. Die Grossen werden immer grösser, sprich so Digitech ist ein Thema, Kameras, Objektiv werden also nicht immer günstiger, aber dort ist einfach der Preiskampf sehr gross. Mhm. Wie kannst du als Kleiner, sag ich mal, wo nur in der Schweiz tätig ist, die anderen exportieren auf Deutschland zum Beispiel, wie kannst du in der Schweiz als Kleiner überleben langfristig? Gibt es da irgendwelche Ideen, Pläne oder was ist dein Geheimrezept? Geheimrezept? Nein, ich glaube, also wir können schon Kosten sparen mit der Aufnahme, wir haben Fensterlicht, das Handy und also 100% klimaneutral. Genau. Oder fast die Ladung vom Handy. Aber abgesehen von dem jetzt, wie tust du gegen die Grossen ankämpfen? Ich glaube, du kannst, also es gibt für mich gibt's so zwei zentrale Punkte, wo ich eigentlich sehe, was andere, ich sage jetzt absichtlich nicht, dass die losen oder so, was sie nicht so gut machen, ist, wir haben ja bei uns so die Philosophie, dass wir nur die Sachen verkaufen, die wir wirklich auch im Lager haben. Mhm. Und ich glaube halt, dass die Lagerbewirtschaftung eines der wirklich zentralen Themen ist, dass du quasi deine Produkte verfügbar hast, weil ich merke einfach, die Leute wollen ein Produkt und das wollen sie nachher so schnell wie möglich. Am liebsten heute schon. Ja, ich heute bestellen, gestern geliefert kann. Das ist sicher ein Punkt und ich glaube, klar gibt es einen Trend richtig Handyfotografie, es gibt einen Trend richtig weniger Kameraverkauf. Da gibt's ganz klar Trends, wo irgendwie sagen, okay, vielleicht der Markt ist, also der Kameramarkt ist sicher rückläufig, das ist so. Meine Kameras heben ja zum Teil auch immer länger. Ja, es kommen keine neuen Features dazu. Und ja, ich glaube, jetzt die bahnbrechenden Geschichten, ja, wie spiegellos und so, sind gemacht. Jetzt kommt es nur noch darauf an, hat die Kamera 50 Megapixel oder 100. Das wahre Geheimnis besteht darin, ein gutes Sortiment zu haben. Nicht nur die Sachen zu haben, die wirklich, weißt du, so die Highseller, sondern auch halt Sachen zu haben, die du jetzt vielleicht nicht 100 Mal im Jahr verkaufst, oder vielleicht nur 10 Mal verkaufst im Jahr. Und halt den Kunden zuzuhören, was sie auch sonst so gesehen haben. Weil ich mag mich an viele Produkte erinnern, wo eigentlich Kunden ausschlaggebend waren, dass wir sie im Sortiment haben, weil sie mich gefragt haben, du hast so etwas auch. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und dann habe ich das quasi mal einfach so halt wieder so einen Testlauf gemacht und mal eine Bestellung gemacht und geschaut, okay, was passiert. Und da gibt es ein paar Produkte, die eigentlich so ins Sortiment gekommen sind. Und klar wird es nicht einfacher, aber ich glaube, wenn man auch einen gewissen Service den Leuten bietet, also ich meine, wir machen es ja meistens so, wenn jetzt zum Beispiel ein Blitz kaputt ist, dann tun wir den, wenn er jetzt nicht gerade völlig abgeranzt aussieht, durch einen neuen oder einen reparierten ersetzen, dass der Kunde quasi schnell wieder ein vernünftiges, brauchbares, funktionierendes Produkt hat. Und wir tun es dann dem jeweiligen Lieferant wieder zurückschicken zum Reparieren. Weil ich finde es einfach schade, wenn zum Beispiel so ein Blitz, wo jetzt irgendwie ein Kondenser vielleicht kaputt ist oder so, fortgerührt wird. Weil es ist irgendwie eine völlige Ressourcenverschwendung, obwohl man es eigentlich relativ einfach reparieren könnte. Und ich glaube, es läuft so ein über Dienstleistung. Dienst am Kunden. Und ich glaube, das machen wir nicht so schlecht. Ich glaube auch, dass
dass es zum Teil auch ein Trend weg gibt von diesen ganz grossen. Also ich höre das auch immer wieder von Kunden, die sagen, ja, ich schätze den persönlichen Kontakt. Und ich glaube, es hat für alle etwas. Ich glaube einfach, was man nicht machen darf, ist, und da zurückzukommen, um die Konkurs gegangen sind, Fotopro. Ich mag mich dort an eine Aussage von dem Chef erinnern, der hat gesagt, ja, das hat die letzten 30 Jahre funktioniert, das funktioniert auch die nächsten 30 Jahre. Und ich glaube, wenn du so eine Einstellung hast, dann wirst du früher oder später überrollt von hinten. Genau, das Gleiche, wie man sagt, man hat es schon immer so gemacht. Ja, ja. Ja, das funktioniert doch nicht. Eben, und wir haben auch einen Laden da, wo man die Leute können jedes Produkt theoretisch anschauen kann. Ein bisschen Beratung. Beratung ist beschränkt. Weil wenn alle Beratung wollen, dann können wir nicht mehr arbeiten. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Leute halt noch Beratung wollen und gleichzeitig noch einen günstigen Preis. Dort haben wir auch einen Konflikt. Ich habe zum Teil merke, dass es eine enorme Erwartungshaltung da ist von den Leuten. Und das ist noch schwierig, dort so einen Mittelweg zu finden zwischen einer guten Beratung. Ich meine, klar, logisch kann man beraten, das ist ganz klar. Aber zum Teil haben die Leute dann fast noch das Gefühl, dass sie gerade noch einen Crashkurs in Porträtfotografie geben oder irgendwie. dort ist es wirklich so eine Gratwanderung, weil ich meine, klar, wir haben schon relativ viel Wissen, oder ich habe mir auch viel Wissen aufgebaut in den letzten Jahren. Aber es ist natürlich auch so, irgendwann gibt es auch noch andere Sachen, die du musst erledigen. Viele Sachen sieht man von außen auch gar nicht so, weil man kann sich ja vielleicht auch vorstellen, die Pflege von einem Online-Job ist doch etwas relativ Zeitaufwendiges, wenn du es richtig machen willst. Ich meine, klar, man kann es auch einfach machen und einfach irgendwo etwas einstellen und dann nie mehr etwas daran verändern. Das ist wie die veralteten Webseiten. Ja, und kein neues Produkt. Sobald wieder neue Produkte einpflegen, das ist sehr aufwendig. Schauen, was also Bestellungen machen, alte Artikel aussortieren. Das ist eigentlich fast ein Fulltime-Job, den Webshop zu unterhalten. Also ich sage 3.500 Artikel. Ich sage jetzt mal, wenn man so übers Jahr anschaut, kann man wirklich davon ausgehen, dass man pro Tag 1-2 Stunden locker aufwendet für so einen Online-Job, damit der auch einigermaßen aktuell ist. Und ja, dann kann man sich auch mal vorstellen, man hat zum Teil auch Sachen, wo dann andere Sachen noch passieren. Also sprich, wir kommen irgendeine grosse Lieferung über, wo quasi alle müssen helfen zum Verräumen, dass das in einem vernünftigen Zeitrahmen nachher verschwunden ist oder versorgt ist. Und dann kommst du halt auch zum Teil irgendwie 3-4 Tage nicht dran. Und dann hast du plötzlich wieder Sachen, wo du dann irgendwie siehst, okay, oh shit, das müsste ich auch machen, das müsste ich auch noch. Also, und nebst den 50 Päckchen am Tag, oder wie viel es wirklich sind. Ja, aber schlussendlich ist es schon sehr ein Gemischtwarenladen. Nein, nicht vom Angebot her, sondern von der Fähigkeit und Tätigkeit her, wo du alles. Also, du hast lange auch keine Mitarbeiter gehabt, oder? Eigene. Ja, ich habe es lange mit der UTE zusammen gemacht. Und ich meine. Was mir dort im Ganzen zugute kommt, ist, dass ich so einen nicht ganz konformen Lebenslauf habe. Ich habe ja mal ursprünglich Automech gelernt und habe nachher noch Weiterbildung gemacht, technischer Kaufmann. Und von dort her kommt mir das aber auch, wie du sagst, wirklich immer wieder zugute, dass ich so quasi einerseits ja auch die technische Seite habe und auf der anderen Seite aber auch die betriebswirtschaftliche. Und ich glaube, das hat schon sehr viel Vorteil, wenn du ein breites Spektrum hast, wenn man auch mal sicher kann überlegen, okay, kann das überhaupt technisch sein, dass das nicht funktioniert oder wo könnte da der Fehler liegen? Das hilft mir schon sehr viel bei gewissen Problematiken. Und
dort ist halt wirklich so ein auch spannend, dass rückblickend irgendwie alles, was ich irgendwie in meinem Leben an Jobs hatte, dass irgendwie alles irgendwie am Schluss einfach so da in das Geschäft hineinspielt. Es ist total, total spannend. Ich habe ja auch mal zwischendrin den Spleen gehabt, ich müsse mal in einem Tauchshop arbeiten und habe dann anderthalb Jahre in einem Tauchshop geschafft. Ich habe früher auch noch relativ, ja, exzessiv nennt man es vielleicht, taucht, also ja, alles, was es irgendwie damals gegeben hat. Ich hatte dann irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt, wegen dem da. Aber ich glaube, mein Ziel wird schon noch mal sein, irgendwie noch mal Malediven oder so mal ein paar Tauchgänge machen, weil es ist schon noch, immer noch faszinierend für mich. Wie viel hast du eigentlich fotografiert die letzten 10 Jahre? Weil eigentlich müssen wir noch ein paar Bilder einblenden. Da wirst du nicht viel finden. Wie? Ich kann dir vielleicht eins irgendwie von der Kanada-Ferie, wo ich meinen Schulkollegen bin, besuchen mit meinem Vater vor irgendwie 2,5 Jahren gehe. Es ist wirklich eigentlich krass, dass ich praktisch... Du wärst eigentlich an der Quelle. Ja, ich bin an der Quelle, aber jetzt musst du dir vorstellen, das ist ja genau das Gleiche wie der Automech, wo eigentlich die Fähigkeit hat, sein Auto perfekt zu warten oder so. Das sind die schlechtest gewarteten Auto. Weil ich glaube, wenn du den ganzen Tag mit dem zu tun hast und nachher mal irgendwie vielleicht eine Woche Ferien hast, dann willst du nicht auch noch irgendwie mit dem Zeug zu tun haben. Ja, also es ist so, ich merke langsam wieder, ich komme wieder ein bisschen Lust über zum gewisse Sachen machen, auch selber ausprobieren. Aber also ich habe wirklich in der Tat in den letzten paar Jahren sehr wenig fotografiert. Aber wobei, das Kamera-Equipment ist immer gewachsen, ja. Das Gear ist immer gewachsen. Wobei, das hat natürlich auch zum Teil noch ein andere Gründe. Aber es ist wirklich schwer, wenn du den ganzen Tag mit der Fotografie zu tun hast, zu Abend noch hinzugehen und nochmal irgendetwas zu machen oder am Wochenende oder so, weil ja, ich habe das sehr lange mit der Ute zusammen gemacht. Wir haben dann irgendwie vor, ich glaube, etwa 3 Jahren oder 4 Jahren, so in der Dreh, haben wir angefangen mit der ersten Mitarbeiterin, was dann so eine Erleichterung war, weil es einfach halt von der Zeit her nicht mehr aufgegangen ist und dort hat sich dann schon viele Sachen geändert. Wir haben dann auch noch mehr Platz da im Gebäude bekommen. Und es ist alles immer so ein bisschen grösser geworden. Und ich glaube, jetzt ist langsam so ein Zeitpunkt, wo ich auch wieder irgendwie gewisse Sachen, durch das, dass wir auch jetzt mehr Mitarbeiter sind, kann abgeben und dann auch die Zeit für andere Sachen haben, wo in welcher Form auch immer genützt werden, sei das jetzt für irgendwelche Erfahrungsvideos mit irgendwelchen Sachen oder halt einfach nur privat fotografieren gehen, draußen an der frischen Luft sein. Ja, rauskommen ist ja tatsächlich nicht schlecht. Ja, was willst du denn unseren Kunden vielleicht noch sagen, was oder zuerst noch, wenn jetzt jemand ein Business, also Fotozubehör-Business ist Können vergessen. Aber wenn jemand ein Business aufmachen will, das Spannende ist, du hast ja ganz klein angefangen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kriterien, dass du nicht von Anfang an das Gefühl hast, ich will den Grössten und den Besten und schon von Visitenkarten und Briefpapier drucken und 3 Anzeige bestellen. Und genau. Also, das Auto leasen. Was ist eigentlich das Wichtigste, wenn du ein Business anfängst? Also wenn du wirklich willst, ein Business anfangen, ist für mich, ich habe zwischendrin auch noch ein paar andere Sachen probiert, und für mich ist wirklich so rückblickend, ist konzentrier dich aufs Wesentliche. Versuch nicht irgendwelche Sachen darzustellen, wo du nicht bist. Also authentisch bleiben, logisch, ja. Von der Persönlichkeit her. Ja, und ich finde zum Beispiel... Sie hat zum T-Shirt da. Ja, oder auch der kurzen Hose. Ich meine,
ich habe im Sommer, habe ich, wenn es genug warm ist, habe ich eigentlich ab irgendwie April habe ich kurze Hosen an. Das ist, und Flipflops. Und Flipflops, genau. Das ist so etwas, bleib du selber und zwäng dich nicht irgendwie in ein Klischee rein, wo du nicht brauchst. Und wo ich mir immer fast einen oben runterlache, ist, wenn ich irgendwo sehe, dass eine Firma mit einem Angestellten, dass er sich CEO nennen muss. Und ich mag mich erinnern, es hat eine Firma gegeben, die gibt es mittlerweile auch schon nicht mehr. Was ja auch wieder von dem irgendwie, ich wollte etwas darstellen, wo ich nicht bin, zeugt. Die sind das Zweite gewesen. Der eine war der CEO gewesen und der andere war der CTO gewesen. Und das ist in jedem Artikel, ist das irgendwie, wo du über die gelesen hast, hat das müssen drinnen stehen. Und da denke ich mir einfach, okay, Gottfried Stutz nochmal, wieso? Klar hat jeder irgendwie ein geltiges Bedürfnis und möchte etwas darstellen. Aber ich glaube, wenn du dich selbstständig machen willst, ist es einfach nur in Anführungszeichen, es ist einfach Arbeit. Ich meine, wenn ich mir überlege, ich bin letztens an einem Vortrag oder an einem Workshop von Calvin Hollywood. Und der hat so etwas aufgezeigt und der hat gesagt, ich habe jahrelang jeden Tag neben meiner Arbeit 3 Stunden für mein privates Business gearbeitet. Und dann habe ich mir so überlegt, shit. Das hast du auch, ja. Woher kennt er meine Zahlen? Nein, es ist wirklich, es ist klar. Ich habe letztes Jahr mit der Ute über das diskutiert, aber es ist viel Arbeit. Es ist Zeit, die du investierst. Es ist auch ein Quäntchen Glück. Mhm. Das ist immer so. Da dürfen wir nicht beschönigen. Aber es ist einfach Arbeit und man muss halt dranbleiben. Und das ist das A und so. Und es ist dann halt nicht so, dass du dann irgendwie kannst sagen, okay, ich gehe jetzt 5 Wochen im Jahr in die Ferien und habe einfach irgendwie 8-to-5 und das Märchen von ich bin selbstständig, ich schlafe jetzt aus, gehe dann um 10 Uhr mal ins Büro und so, das kannst du einfach vergessen. Das ist wirklich forget it. Und wo du unser Gold verkauft hast, hast du auch noch nicht gewusst, dass das irgendwann mal gross wird. Das ist einfach dann zu dem Zeitpunkt die Idee, sich jetzt ein Fotozubehör verkaufen und das ist einfach langsam gewachsen. Ja, ich tue meine Kamera damit finanzieren. Genau. Das ist eigentlich immer so am Anfang der Hintergedanke gewesen. Und wenn mir damals einer gesagt hat, hey, look, du bist in 10 Jahren bist du einer von der grössten Anbieter von Fotozubehör in der Schweiz, dann hätte ich ihm gesagt, ja gut. Okay. Jetzt weiss ich auch, wieso du für so Kameras hast heutzutage. Wenn du eine Kamera finanzieren willst, hast du einfach so viele Sachen müssen kaufen, genau, mit allem Geld. Genau. Alle Objektive, die es gibt. Ja, nein, es ist schon so. Also, man hätte es nicht können erwarten, aber wenn man dran geblieben ist, eine gute Idee gehabt hat und es weiterverfolgt hat und eben hart geschafft hat, dann kommt der Erfolg irgendwann fast automatisch, wenn man es richtig macht und es richtig macht. Ja. Also, ich glaube, was mir noch so rückblickend in Erinnerung geblieben ist, ich hatte zuerst eine Einzelunternehmung gehabt, weil das am einfachsten war zum Gründen. Und dann habe ich nach 3 Jahren einen Zettel im Briefkasten gehabt von, ich weiß nicht mehr von wem, und dann war irgendwie Gratulation, 80% von der Firmen ist es, glaube ich, wo nach 3 Jahren bereits nicht mehr bestehen, ja. nach dem Gründen. Und das ist für mich so etwas, wo auch zeigt, du musst eine gewisse Ausdauer haben, wenn du so etwas selber machen willst. Und ja, und ich glaube, viele haben irgendwie das Gefühl, sie machen jetzt mal etwas und nach einem halben Jahr, das sagt schon mega erfolgreich. Und klar wird es solche geben, wo dort so ein Lucky Punch landet. Das mag ich jedem gönnen, aber ich glaub, die Realität sieht halt auch anders aus, dass du halt wirklich viel Zeit und Energie musst investieren. Und was ich so rückblickend immer wieder sehe, ist, durch meinen Werdegang habe ich
sehr, also sehr viel. Ich habe viel Ahnung von verschiedenen Bereichen. Ich habe auch mal eine gewisse Zeit in der Buchhaltung oder in den Finanzen geschafft. Und nochmals etwas Komisches. Und durch das konnte ich eigentlich meine Buchhaltung auch relativ lang selber machen. Habe aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht dort auch ein, zwei Jahre zu lang gewartet, bevor ich wirklich zum Treuhänder bin. Und rückwirkend muss ich sagen, ich war eigentlich blöd gewesen. Aber es ist halt immer so ein bisschen auch so eine Geschichte, was machst du selber, was kannst du selber, was willst du nicht selber machen. Und heute bin ich mittlerweile wirklich so weit, dass ich sage, okay, konzentriere dich auf deine Sachen, die für dein Business wirklich wichtig sind. Und die anderen Sachen, da gibt es andere Spezialisten, die das viel besser machen wie ich selber. Okay. Und das ist etwas, was ich auch heute immer wieder sehe, dass viele ihr Business starten und dann aber überhaupt nicht irgendwie auch daran denken. Ich meine, SVA ist so ein klassisches Beispiel, AHV ist so ein klassisches Beispiel, die eigene Buchhaltung. Ja, das sind einfach Sachen, das ist das A und O von einer Firma. Und wenn du das nicht im Griff hast, dann ist es einfach, das kann dich irgendwann einholen. Und kann dich ein und hast ein Problem. Und kann dir auch das Knick brechen. Ja, du musst aber auch auf Steuern zahlen oder nachzahlen. Ja. Also von dem her muss man es schon von Anfang an konsequent machen. Alle Belege sauber ablegen, aufbewahren und einfach, was man halt muss machen als Firma. Ja. Auch wenn es klein anfängt. Ja, klar. Auch wenn du nur irgendwie ein Excel-Sheet musst führen oder was auch immer. Aber ich glaube, dort machen viele halt den Fehler, dass sie irgendwie sich dann einfach auf irgendetwas stürzen und dann aber alle anderen Sachen rundherum vergessen. Und ich finde es schade, wenn es dann mal so etwas irgendwie eine Firma killt. Also weißt du, das ist ja eigentlich, die haben dann viel Energie investiert, haben sie aber irgendwie nicht richtig, sage ich jetzt mal, kanalisiert, sage ich. Und durch das werden sie nachher einfach dann weg. Oder? Wie sieht es in der Zukunft aus? Du bist jetzt das Jahr 50. Nein! Du hast noch 15 Jahre, wahrscheinlich sind es dann 17 oder 18 Jahre, bis du das Rentenalter erreicht hast. Wie lange machst du das noch? Bis ein grosser Kunde und zu kaufen. Nein. Das Angebot, ja. Kommentar schreiben. Nein. Aber könntest du dann aufhören, wenn ein grosser kommt und sagen, ich zahle dir so viel, ich will dich aber nicht mehr als Chef haben, du musst gehen. Dann wärst du von einem Tag auf den anderen, wärst jetzt reich und arbeitslos. Könntest du mit dem überhaupt umgehen? Es gibt ganz viele Flüge, die Richtung Süden fliegen, das ist dir schon aufgefallen. Das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Zwei doofe Gedanken. Ist eine spannende Frage. Ich glaub, man malt sich in seinen Gedanken immer alles so viel aus, wie wäre es, wenn, bla bla bla. Ja, und wünscht sich das vielleicht und plötzlich kommt der Wunsch in Erfüllung und dann denke ich mir, ups, so habe ich das gar nicht vorgestellt. Ui. Ich glaube, das wäre dann so eine Entscheidung, wo vielleicht, also ich sage jetzt mal, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich habe letztens den ehemaligen Chef vom Zumstein gesehen. Und bei dem ist ja das genau quasi so passiert. Er hat ja Foto Zumstein und Fotovision haben ja quasi fusioniert. Also sprich, Fotovision hat den Zumstein aufgekauft oder er hat das können verkaufen. Und Er hat eigentlich dann wirklich gesagt, weißt du, das ist irgendetwas, das kommt einmal und dann musst du einfach irgendwie entscheiden, ja oder nein. Und ich glaube, für mich wäre das Schwierigste, nicht unbedingt einmal zu sagen, ja, ich verkaufe es jetzt. Klar ist es dann wie so ein Baby, das du abgibst, aber für mich wäre eigentlich fast, was passiert mit den Mitarbeitern. Das wäre dann so das, was mich so ein beschäftigen würde. Die würden es ja dann auch mitnehmen. Oder das könntest du dann irgendwie auch noch sagen, du müsstest die Mitarbeiter noch ein bisschen beschäftigen oder irgendwie denen einen Job suchen. Das wäre so das. Klar, wenn jetzt einer kommt, würde ich sagen, ich lege dir irgendwie Betrag X an und
ich würde mir dann ausrechnen, okay, wie lange langt das? Wie lange langt das im Süden? dann würde ich mir wahrscheinlich dann schon mal ernsthaft Gedanken machen, das zu verkaufen. Hat Thailand jetzt angefangen, Thailand hört wieder auf? Nein, ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen Mittelmeerraum, ja, weil es halt doch ein bisschen näher ist. Ja, klar, es geht noch 15 Jahre. Also 15 Jahre, ja, wer weiß. Ja, es geht aber noch länger als und das Business jetzt schon läuft. Ja. Für mich, ich glaube, im Moment sind wir so ein bisschen, wir sind ja jetzt auch wieder am da im Haus ein bisschen umziehen. Ich glaube, es wird sich so eine Verlagerung geben, dass man schaut, dass man, von wo kann man überall aus arbeiten. Dass man vielleicht dort sich ein bisschen optimiert, dass man vielleicht nicht mehr wirklich jeden Tag da ist, weil ja auch andere Leute da sind. Wir haben ja jetzt auch zum Beispiel einen Lehrling, der sich bei uns beworben hat nach dem Fotopro. Aus der Konkursmasse Fotopro. Ja, genau, haben wir übernommen. Und mit dem bin ich wirklich mega happy, der macht das super. Und ich glaube, es gibt so eine Veränderung vom wo schaffe ich, muss ich wirklich jeden Tag da sein. Ich glaube, es ist so ein bisschen, Fotokästchen 3.0, wo ein bisschen anders aufgestellt wird. Was man halt einfach sicherstellen muss, ist, dass Päckchen rausgehen. Und der Shop offen ist. Genau. Und das sind halt so die Sachen. Und wenn du natürlich dort auch entsprechend Leute dazu hast, dann kann man das natürlich auch machen. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt irgendwie einfach nur noch im Süden hocke und von dort aus arbeite. Weil ich glaube, für das sind die Leute, ist es zu lustig da mit den Leuten. Ich geniesse das auch mit den Leuten. Weil du kommst doch immer auch Feedback über, du kommst wieder Rückmeldungen über, wie die Sachen funktionieren. Oder wenn es vielleicht auch mal nicht funktioniert und dann schaust du mal, okay, wieso hat es nicht funktioniert. Und das finde ich schon spannend, also so der Umgang mit den Menschen, das ist schon etwas, wo ich auch ungemein bereichernd finde. Und ich meine, man lernt auch viel wirklich tolle Leute kennen. Das finde ich noch spannend, wenn du dann plötzlich wieder irgendeinen triffst, der irgendwie geht Höhlen forschen und irgendwie deine Blitz mitnimmt, um die Höhlen zu fotografieren. Dann denke ich schon, okay, das haben wir jetzt auch noch nie gehabt. Das sind die unterschiedlichsten Anwendungszwecke, die nie draufkommen zum Teil. Ja, das macht es natürlich spannend. Ich sehe gerade, die Sonne kommt. Es ist langsam Zeit, dass wir aufhören. Was die Kunden, die jetzt irgendein Produkt bei uns nicht finden und sonst auch nie nicht finden, die sollen jetzt einfach in den Kommentar schreiben, schicken das Mail an kontakt@fotikästli.ch. Wir sind immer interessiert an euren Produkten und versuchen natürlich das Produkt für euch zu suchen oder aufzutreiben. Wir haben Öffnungszeiten. Oder wir lassen es selber herstellen. Das ist auch etwas, was wir gemacht haben, noch nicht so lange, und wo zum Teil auch natürlich die Möglichkeit hast, wenn du gute Kontakte hast zu China, gute Kontakte zu Leuten, die es importieren können, die es selber herstellen können. Ja. Das hast du als Kleiner natürlich alles nicht machen können. Und das ist auch das, was andere nicht können, die nicht so gut aufgestellt sind. Es braucht natürlich eine gewisse Menge, die du kaufst. Natürlich. Oder die du produzieren lässt, ganz klar. Aber eben, wie du gesagt hast, wir sind natürlich immer offen für neue Sachen, auch für Hinweise zu Produkten. Und dann ist es natürlich immer so eine Frage, okay, gibt es die zum Teil gibt es es schon in der Schweiz, wo dann quasi schon wieder so, ich nenne es jetzt mal, irgendeinen draufhockt, der es für die Schweiz kann vertreiben kann. Dann muss man halt auch immer schauen, wie attraktiv ist es, weil wir schauen halt schon immer auch preislich so mehr auf den europäischen Raum wie auf den Schweizer Markt, weil ich glaube, das mit dem Schweizer Aufschlag, das ist passabel. Das ist vorbei, ja. Das haben zwar einige noch nicht gemerkt, aber okay, die werden es auch noch merken. Und dort ist natürlich schon noch spannend, klar. Es wird nicht mehr die bahnbrechenden Produkte Neuerungen geben, aber es wird immer wieder coole neue Gadgets geben. Und wenn wir dort natürlich einen entsprechenden Hinweis haben, gern. Sehr gut. Vielen Dank.
Danke dir, Thomas. Und das war die letzte Folge vom Fotosofa. Der Grund ist, einerseits haben wir es jetzt ein halbes Jahr gemacht, oder ich habe ein halbes Jahr gemacht. Andererseits habe ich mich entschlossen, das Fotokästchen zu verlassen. Die Gründe sind sehr vielschichtig, ich kann jetzt nicht alles ausführen. Es ist mal langweilig. Mir wird es relativ schnell langweilig und ich muss etwas Neues haben. Was es ist, weiss ich noch nicht. Ein bisschen Dixi-Taxi fahren zum Beispiel. Finde ich nicht schlecht. Ja, an dieser Stelle natürlich herzlichen Dank dir, Thomas, für das, was du da bei uns alles bewirkt hast, was du alles angestoßen hast. Nein, es war immer sehr inspirierend gewesen, mit dir auch über gewisse Sachen zu reden, weil du zum Teil auch halt wirklich ganz eine andere Ansicht hast. Und ich habe das total spannend gefunden. Und ist natürlich schade, dass du gehst, aber ich finde, wenn es dann wieder langweilig ist, weißt du, wo du wieder hinkommen kannst. Genau. Also von dem her. Und ich glaube, bei dem Fotosofa ist es auch darum gegangen, also ich glaube, auch mal aufzuzeigen, dass man mit einem kleinen, sage ich jetzt mal, Budget. Also null. Ja, das ist alles ja, schon da gewesen, ja, was wir haben. Aber dass man auch mit einem relativ bescheidenen Budget etwas kann machen und nicht irgendwie riesige Produktionen muss machen und alles auf Hochglanz, sondern ich glaube, es kommt halt wirklich immer auf den Inhalt drauf an und dass du etwas produzierst oder machst, wo die Leute auch interessiert, wo halt wirklich einen Inhalt hat und nicht nur irgendwie so ein Blitze, Bling, Bling, also Glanz und Gloria oder so, weißt du, wo da so ja, alles... Ja, ich glaube, das haben wir schon können zeigen und ich glaube, es ist auch in der heutigen Zeit sehr einfach, so ein Format aus dem Boden zu stampfen. Das kann ja theoretisch jeder, der ein Handy hat, kann das machen. Die Frage ist einfach, wieso machen die Leute nicht? Klar braucht man vielleicht ein bisschen Reichweite, wobei, wenn man das gut macht, und dass sich breit streut, da sind auch sehr viele Leute bereit, das zu teilen, das zu schauen, das weiter zu empfehlen. Und ich glaube, ja, man muss einfach mehr selber mal probieren, etwas machen auf beide Stellen mit relativ wenig Mitteln. Und die Technik ist in der heutigen Zeit so weit, dass es kein Grund ist, das nicht zu machen. Das ist wirklich so. Und sonst könnt ihr bei uns das einmal kommen. Genau. Ja, es gibt dann so eine Gedenkstätte für das Fotosofa. Ja, in dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Und, genau. und wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann wieder. Die Badwannen oder ja, die Wolk. Keine Ahnung. Und stay tuned. Genau. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.